Da vorne ist es ja schon. Ja, ich habe schon gewartet. Die Klingel geht nicht. Die Tür ist aber offen. Kommt einfach hoch. Schön, dass ihr da seid. Ihr glaubt ja nicht, was heute los war. Der Strom ist ausgefallen. Uff, das wissen wir doch schon. Meine Mama hat angerufen. Die kommt heute später nach Hause, weil wegen dem Stromausfall die Straßenbahn nicht fährt. Zum Glück konnte sie noch mit dem Handy anrufen, obwohl der Akku fast leer war. Sie hat gesagt, ich darf erstmal bei euch bleiben. Geht das? Aber natürlich. Oh je, da kommen ja bestimmt ganz viele Menschen heute später heim. Aber deine Mama findet bestimmt einen Weg. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Oma, es gibt ja gar kein Licht im Bad. Oh, dann müssen wir das wohl wie früher machen und dir eine Kerze anzünden. Warte, ich such gleich mal welche raus. Tja, die Küche bleibt heute wohl auch kalt. Ohne elektrischen Strom geht ja fast nichts mehr heutzutage. Frau Nowak, wie war das eigentlich, bevor es elektrischen Strom gab? Also, tatsächlich haben die Menschen ihr Essen schon vor 100.000 Jahren über dem offenen Feuer warm gemacht. Das ist ja so wie beim Lagerfeuer mit Stockbrot. Ja, und früher durfte das Feuer auch nicht ausgehen. Da brauchte man bestimmt jede Menge Holz. Bei unserem Ausflug ins Freilichtmuseum habe ich aber gesehen, dass es in den alten Bauernhäusern Steinöfen gab. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Das war ein schöner Tag. Tja, unseren ersten elektrischen Herd haben wir daheim auf dem Land ganz spät bekommen. Da war ich noch ganz klein. Das hat mir jedenfalls meine Mama erzählt. Oma, das ist doch komisch. Früher ging alles ohne Strom und jetzt fährt die Straßenbahn nicht, die Telefone gehen nicht, es gibt kein Licht, der Herd geht nicht. Was geht denn noch alles nicht? Ich glaube, da fällt mir eine ganze Menge ein. Der Bäcker kann kein Brot backen und in der Marmeladenfabrik muss auch alles mit der Hand gemacht werden. Tja, was auf jeden Fall auch nicht funktioniert, ist die Waschmaschine. Meine Oma sagt, eine Waschmaschine kann sie für ihre Saris gar nicht gebrauchen. Alle ihre Saris wäscht sie mit der Hand, auch wenn das viel Arbeit ist. Aber sonst geht der feine Stoff kaputt. Das sieht immer so schön aus, wenn sie im Garten trocknen. Was machen wir denn heute eigentlich noch so? Ich weiß nicht. Ich wollte ja eigentlich den Krimi im Fernsehen schauen. Aber das fällt wohl auch aus. Ich habe eine Idee. Oma, magst du uns nicht noch ein wenig erzählen, wie es früher für dich war ohne Strom? Also ich bitte dich, was glaubst du denn, wie alt ich bin? Aber ich kann gern erzählen, wie es für uns Kinder war. Brett- und Kartenspiele waren unsere Playstation. Und Bücher waren unser Netflix. Aber mein liebstes Spiel war Verstecken. Auf unserem Hof gab es jede Menge Verstecke und es wurde nie langweilig.